Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Jamming Event befassen. Wir wollen uns anschauen, in welche Situation des Spiels sollt ihr welche Items beim Jamming Event kaufen. Dies werden wir in verschiedene Phasen einteilen und die sind aufeinander aufbauend. Das heißt, wenn bei euch das Jamming Event kommt, gibt es unterschiedliche Sachen, die dort gekauft werden. Häufig gemachte Fehler sind, gerade im Anfangsstadium, dort Beschleuniger, goldene Köpfe, oder auch andere Dinge wie Truppenerweiterungen zu kaufen. Hierbei würde ich euch raten, dass dies nicht gemacht wird. Aber was solltet ihr kaufen, um eure Ziele langfristig gut erreichen zu können? Um das etwas ansehnlicher zu gestalten, habe ich für euch eine kleine Übersicht erstellt, wie der Verlauf optimal aussehen sollte. Das ist im Grunde der Optimalverlauf. Dieser beginnt natürlich oben, wie man sehen kann. Das heißt, ihr startet ein Spiel und bei den ersten Gem-Events solltet ihr so lange eure VIP-Punkte kaufen, bis ihr VIP-Level 10 erreicht. Warum ist dem so? Am Anfang ist das VIP-Level sehr, sehr wichtig und gerade ab Level 10 erhaltet ihr den ersten Goldkopf. Sobald ihr Level 10 erreicht habt, verlasst ihr im Grunde um die erste Phase und begibt euch zur zweiten Phase. Solltet ihr die Phase betreten, wird auch langsam die Burg interessant. Hierbei muss man abwägen, wie weit sind meine Forschungen, das heißt, in was für ein Königreich bin ich. Bin ich in der Allianz, wie viel Cash, wo ich viele Booster bekomme, wie viel Geld investiere ich selber. Hier müsst ihr schauen, okay, wie weit sind meine Forschungen? Muss ich schon langsam anfangen, Bücher zu kaufen, damit ich am Ende nicht stuck bin und nicht mehr forschen kann? Nebenher werden trotzdem weiterhin VIP-Punkte gekauft, damit VIP Level 12 erreicht wird. Diese Phase kann natürlich auf zwei Arten abgeschlossen werden. Ihr stellt fest, okay, ich bin noch nicht so weit mit meinen Forschungen, daher brauche ich nicht zu sehr darauf achten und gehe erstmal auf VIP Level 12 und dann kommt die dritte Phase. Option Nummer 2 ist, ihr sagt, oh, ich bin schon mega weit mit meinen Forschungen, ich brauche die Burg. Dann investiert ihr natürlich alle Gems in die Burg, damit ihr weiter forschen könnt. Es gibt nichts Schlimmeres als stehende Forschung. Das heißt, dass die Forschung nicht laufen. Das wollt ihr nicht haben. Und anschließend macht ihr dann VIP 12 und geht in die dritte Phase. Die dritte Phase sind immer noch VIP-Punkte und Bücher. Die Bücher natürlich nur, wenn ihr in der Phase davor keine Bücher kaufen musstet, da eure Forschung noch nicht so weit ist. Sollte das fertig sein, sind auch hier wieder die VIP-Punkte der Weg, den ihr gehen solltet. Hierbei sollte das Ziel sein, VIP 14 zu erreichen. VIP 14 bringt euch dann die drei Köpfe täglich, die ihr haben wollt, damit ihr eure Kommandanten langfristig voranbringen könnt. VIP 14 ist schon ein sehr, sehr fortgeschrittener Status und wird von vielen Spielern erst erreicht, nachdem sie T5 freigeschaltet haben. Daher wundert euch nicht, wenn bei euch der Progress etwas länger dauert, das ist gar nicht schlimm. Wichtig ist bloß, schaut, dass ihr die Sachen nicht in was Falsches investiert. Auch wenn das VIP-Level sehr weit weg erscheint, solltet ihr trotzdem weiterhin daran investieren, damit ihr langfristig das Beste für euren Account herausholt. Nun zum letzten Step, der Late-Game-Step. Das heißt, ihr habt im Grunde T5 erreicht, eure Burg ist fertig und so weiter und so fort. Ihr habt VIP Level 14 und schaut jetzt, was mache ich weiter? Ab diesem Punkt ändert sich langsam das Spielgeschehen. Kommandanten sind natürlich weiterhin noch interessant, aber das Equipment wird wichtiger und wichtiger, weil man hat nun Märsche, die competitive sind. Beispielsweise einfach nur zwei Expertise-Kommandanten wie Guan Yu und Leonidas oder sowas, also ein Marsch, der wirklich auf seinem Stand ist, dass der wirklich mit jedem anderen mithalten kann, 1 gegen 1. Aber nun fängt es an, dass das Equipment einen Strich durch die Rechnung macht. Bei zu schlechtem Equipment merkt man die Unterschiede signifikant. Hier gibt es nun auch zwei Entscheidungen. Entweder sagt ihr, okay, ich hole mir Equipment-Chest beim Jam-Event und den Rest in VIP-Punkten. Oder ihr sagt, okay, langfristig gehe ich auch wieder auf VIP-Level 16. Warum VIP-Level 16? Diese Frage möchte ich nun beantworten. VIP Level 16 basiert auch auf die Materialherstellung, weil VIP Level 16 bringt euch geringere Herstellungszeiten für Materialien und ihr bekommt in den täglichen Kisten zwei blaue Materialkisten. Dies ist sehr interessant, gerade bei der Materialherstellung im Long Run. Daher solltet ihr auch schauen, dass ihr dann nicht nur sagt, ich kaufe immer Materialkisten, sondern ich pushe auch weiter langsam beständig mein VIP Level, damit ich irgendwann VIP Level 16 erreichen kann. So Leute, das war der Idealverlauf, wie ihr in Gem-Events investieren solltet. Habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen, wie ihr das so macht? Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.